Guten Abend zusammen, Dominik Kiszewski von CapTrader. Ich begrüße Sie recht herzlich und Sie sehen schon den Bildschirm von Carsten Berger. Er hat gerade eingeschaltet, erfolgreich traden, der Trade Scanner. Carsten meinte, er ist ein bisschen vorsichtig drauf, ja, wobei das ist eine Untertreibung. Der Carsten hat mich geschockt, der ist draußen, überall, nur nicht in Gold. Goldzucker. Da fällt es ja auch nicht so schwer, glaube ich. Ja, aber meinst du, die Leute kriegen jetzt Panik und wollen jetzt auch alles verkaufen? Nein, ich glaube nicht, dass es eine Panik ist. Ich glaube einfach, dass man einfach strategisch vorgehen muss. Und so eine Situation wird es immer wieder geben mit irgendwelchen Ereignissen oder Zinserhöhungen. Das wird immer so sein. Wichtig ist, dass man sich die Gesamtlage in den Märkten anschaut und darauf im Endeffekt entscheidet, mache ich jetzt was oder mache ich jetzt nichts. Und dass es nicht immer so weitergeht wie in dem letzten Dreivierteljahr, ist auch klar. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns das angucken und hier dabei auch versteht, wie ich an die Sache rangehe. Und das wird heute, glaube ich, ganz spannend, weil es mal eine andere Herangehensweise an den Markt ist. Ja, und ganz wichtig ist, du bleibst auf jeden Fall, sollte man immer seinen Prinzipien treu, ne, seiner Strategie. Ne, wenn eine Strategie dir aufzeigt, bleib mal ruhig, dann bleibst du halt ruhig. Ne. Muss ich halt mehr zu Hause machen und im Garten jetzt im Moment. Das halt hat Vor- und Nachteile. So, dann von meiner Seite auch alles Schöne für den heutigen Abend. Viel Spaß, holt euch ein Getränk. Ich hoffe, ihr braucht noch keinen Tee. Die Minusgrade halten hier wieder Einzug in Berlin für die Nacht. Der Frühling kommt, auch wenn er an den Märkten noch nicht zu sehen ist. Wir versuchen heute gemeinsam die Märkte uns anzuschauen. Und dafür werde ich euch natürlich mal den Risikohinweis auch noch erklären. Und zwar ist alles, was ich hier mache, natürlich meine Herangehensweise an die Märkte. Was wir hier sehen, sind nur meine Gedanken und das hat eine reine Darstellung meiner Herangehensweise, weil Börsengeschäfte sind natürlich mit erheblichen Risiken verbunden. Ihr wisst, dass es sogar zum Totalverlust kommen kann. Und deshalb ist mein Credo immer, passt auf eure Positionen auf, wenn ihr welche habt. Das ist nämlich euer Geld, auch wenn es im Moment nicht bar da ist, vielleicht in Aktien. Vorsichtig sein kann nicht verkehrt sein. Ja? Die Gier frisst manchmal das Gehirn und das sollte gerade in so einer Situation jetzt eingeschaltet sein. Wenn ich eine Position hier vorstelle, kann es natürlich zu einem Interessenskonflikt kommen, da entweder ich oder eine mir nahestehende Person diese Position auch hat. Also auch das hinterfragen, warum ich das jetzt erwähne. So, das bin ich, Carsten Berger, 57, bin vom Beruf her nicht gelernter Finanzmann, kein Banker, sondern ich habe das schon mit dem 17. Lebensjahr angefangen, bin von Beruf eigentlich Polizeibeamter, habe das fast 30 Jahre lang gemacht. Zum Schluss war ich da Leiter der Raub- und räuberischen Erpressungskommissariat und Jugendkommissariat in Berlin für die operative Einheit. Und mit dem 17. Lebensjahr habe ich eigentlich schon immer den Traum gehabt, diesen Beruf mal zeitlich zu reduzieren und auch mein Geld etwas härter arbeiten zu lassen als für das, was ich vielleicht teilweise machen musste oder zumindest gleich hart, sagen wir mal so. Und deshalb habe ich mich diesem Aktienhandel wirklich verschrieben und ich habe auch andere Instrumente gehandelt, aber Aktien sind für mich das Griffigste, das Skalierbarste, das am ehrlichsten gehandelste, also von daher bin ich bei diesem Instrument verhaftet geblieben, obwohl ich auch andere nebenbei mal gehandelt habe. Und ich handle im Tagesbereich, das heißt, wenn die Kerze geschlossen ist auf dem Chart, dann ist für mich Handlung angesagt und nicht während des Tages. Also von daher relativ entspannt. Ne? Wer mir eine Frage stellen möchte und die vielleicht ein bisschen länger ist als die, die ich hier bei euch jetzt hier im Fragenfeld beantworten könnte, da könnt ihr natürlich auch alles reinschreiben, dafür ist es ja da. Schiele dann mal mit dem rechten Auge drauf, ob da jemand was schreibt. Dann könnt ihr natürlich an cb@tradercoach.de gerne schreiben und dann beantworte ich auch hier die Fragen sehr gerne. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, von wo ihr jetzt dabei geschaltet seid, also aus welchem
Städtchen ihr dabei sein? Das interessiert mich mal. Ich sitze ja hier gerade in Rangsdorf, ein bisschen südlich von Berlin. 10 Kilometer bin aber, wie man sicherlich hört, gebürtiger Berliner und wohne quasi im Bundesland Brandenburg. Okay, da kommen schon die ersten rein. Hamburg, ja wunderbar. Zürich, da haben wir auch Schweiz dabei, wunderbar. Geinhausen kenne ich nicht. Wetzlar kenne ich, da habe ich mal ein Auto gekauft bei dem Suzuki-Händler. Vielleicht kennst du den in der Nähe, der Jörg. München, Rosenheim, Mannheim, Mainz, Österreich, Tirol, wunderbar. Ich liebe Österreich, mein Onkel ist selbst in Klagenfurt. Unten im Kärnten zu Hause, Fürth, Bayern, Basel. Wir sehen, wir haben alles dabei. Tampa Bay, jetzt wird es ja, das ist ja Florida, würde ich sagen. St. Leon Roth hört sich auch sehr schön an, kenne ich nicht, hört sich aber gut an. Stuttgart kenne ich logischerweise auch von der Invest. Ingolstadt kennen wir auch von dem berühmten Auto. Ja, da kommt Rangsdorf auf jeden Fall nicht mit. Ich danke euch, dass ihr mir mal kurz einen Überblick gegeben habt, wo ihr alle herkommt. Und deswegen fangen wir jetzt mal an mit 3 wichtigen Punkten, die ihr euch eigentlich immer stellen müsst. Und das ist, begleitet mich das ganze Leben. Also ich habe das ja immer nebenberuflich gemacht, neben meinem Hauptberuf, den ich jahrelang gehabt habe. Jetzt mache ich das ja vollberuflich. Aber eigentlich müsst ihr euch ja immer fragen, ist so eine Strategie und euer Trading eigentlich alltagstauglich? Also wenn man jetzt gerade bei so einem Seminar gewesen ist oder man hat sich 1000 Bücher gekauft oder man ist in irgendeinem Club drin oder so, dann ist es ja manchmal so, man kommt nach Hause. Also so ging es mir früher mit, da gab es ja nur Bücher und sehr wenig Bücher. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, jetzt mache ich das mal. Dann fange ich damit an. So, und dann merke ich irgendwann, ich habe zwar verstanden, was im Buch stand, aber da fehlt mir noch ein Teil oder ich bin nicht in die Tiefe eingedrungen. Es ist nachher auch vom Workflow, wann mache ich mein Aktienscreening, auf was muss ich achten, wann muss ich meine Orders eingeben und so weiter. Nicht so einfach, das im Alltag umzusetzen. Und das ist, glaube ich, aufgrund der vielen Verpflichtungen, die man ja heute auch hat, ja, Freunde, Freizeitaktivitäten, Beruf, Familie, Sport, Hobbys, alles was damit bei, es muss einfach irgendwie da reinpassen. Und ich hoffe, dass ihr das irgendwie hinbekommt, habt oder es irgendwie hinbekommt, denn ich kenne viele, die machen das, die sind so 1 bis 2, 3 Jahre gehypt von dem Thema Börse, weil ja jetzt auch so extrem viel gestiegen ist. Und dann merkt man aber, es kostet unheimlich viele Zeitressourcen und dann bröckelt das so langsam. Ja, weil es sind ja auch ständige Veränderungen im Leben, aber auch an den Märkten, so wie wir sie jetzt sehen, die treffen ja auch auf euch ein und auch auf mich. Und man muss damit lernen, umzugehen. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, sich auch mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ist die Strategie langfristig umsetzbar? Das setzt auf jeden Fall mal voraus, dass erfolgreiches Trading als Hauptaufgabe im Alltag schon sehr zeitfressend und ressourcend einnehmend ist. Ja, vor allen Dingen, wenn man noch keine Strategie gefunden habt. Wenn ihr eure eine Strategie gefunden habt, wo ihr sagt, die, der gehe ich nach, dann schreibt mal bitte ja rein. Ihr habt eine Strategie, die ihr wirklich jetzt schon so ein Jahr handelt, meinetwegen. Egal ob Investing oder sonst wie, ihr habt ein strukturierten Daseinsberechtigung, einen Trade auszuführen, egal ob auf Langzeit oder kurzfristig oder Swing Trading. Ihr habt eine Strategie und macht die länger als ein Jahr, dann schreibt mal ja rein. Wenn ihr noch gar keine Strategie habt, dann schreibt mal nein rein. Oder ihr seid nicht, sage ich mal, so konsistent in der Umsetzung, dass ihr das immer gleich macht. Dann schreibt nein rein. Beleuchtet euch mal selbst. Ich konnte in der Zeit, wo ich das betrieben habe, ja reinschreiben und nein, weil die Phasen habe ich natürlich auch alle durchgemacht. Ich sehe sehr viele Neins und dafür bedanke ich schon mal bei euch für die Ehrlichkeit. Denn es ist nicht einfach, das auch wirklich manchmal so zuzugeben. Das ist schon mal ein guter Schritt. Danke dafür schon mal. Und das muss natürlich auch professionell handelbar sein. Das heißt, es muss so eine Strategie auch irgendwie einen statistischen Vorteil haben und sie muss so strukturiert sein, dass sie zeitsparend ist, weil wir wollen es ja nicht hauptberuflich, die meisten wollen es nicht hauptberuflich machen. Also den ganzen Tag vorm Rechner zu sitzen, ist auch anspruchsvoll für mich, weil ich ja ein Coaching habe nebenbei noch und den Trade-Scanner. Und das nimmt mir sehr viel Zeit am Rechner, deswegen bin ich immer froh, wenn ich mal weg bin vom Rechner und mich auch mal bewegen kann. Ja. So, jetzt schauen wir mal, ob es da als Antworten noch kam. Gute Frage, vielleicht habe ich eine halbe. Na, eine halbe ist ja besser, Fritz, als gar keine, auf jeden Fall.
Der Jörg schreibt Strategie, Trendhandel, Momentumhandel. Ja, okay, wunderbar. Dann gehe ich mal wieder ein bisschen nach oben. Ich muss mal das Feld ein bisschen weiter aufmachen. Es sind ganz schön viele Posts hier drin jetzt so. Wie hoch ist denn Ihre durchschnittliche Performance in den letzten 10 Jahren? Ja, wenn man die letzten 10 Jahre nimmt, Barbara, dann ist es relativ einfach. Wenn ich aber die letzten Jahre zurückrechne mit dem 17. Lebensjahr, wenn ich das alles mit reinnehme, dann haben wir schon mal eine Schwierigkeit, weil in der Zeit natürlich die Broker gewechselt haben, die Tools gewechselt haben von einer Excel-Tabelle in ein bestimmtes eine App, wo man Performance halt messen kann. Das ist halt schwierig, aber für die normale Strategie, ich habe auch noch eine Invest-Strategie, Dividendenstrategie und so weiter, aber wenn ich die jetzt nehme, dann komme ich auf eine Performance von 25% im Jahr durchschnittlich. Ja? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Welt, aber für den Aufwand, den man betreiben muss, finde ich das okay. Man kann es sicherlich auch einfacher haben, indem man einfach einen Index kauft und sagt, ich gebe mich mit 8% vielleicht zufrieden mit den Up and Downs, die man natürlich dann da frisst. Ich bin noch nicht immer an den Märkten aktiv. Und das ist jetzt ein Punkt, den wir heute auch sehr stark beleuchten werden, dass man ja nicht immer am Markt ist. Ja, ich kenne viele, auch von den Coachings, die immer sagen, ja, ich habe den Trade-Scanner angeschmissen und mein Screening gemacht und ich... Auch für euch, für eure Strategie. Es ist ja wichtig, wo seid ihr gerade, was macht der Markt gerade und handelt ihr immer. Es wäre ja schön, wenn man schon im Vorfeld, bevor man in die Tiefe geht und eine Aktie sucht, dann sich schon mal hinsetzt und sagt, okay, ich finde etwas, wo ich diesen Prozess, der danach kommt, der auch Zeit kostet, egal wie lange, dass ich den von einer Bedingung oder mehreren Bedingungen abhängig machen kann, die ich schnell erfassen kann. So spare ich mir einen Haufen Zeit. Und Moment brauche ich, um das zu erfassen. Und ungefähr 2 Minuten, dann bin ich fertig und sage, ich muss mich heute nicht an den Markt setzen. Ja, das hat mehrere Gründe. Aber wenn ihr euch so eine Struktur schafft, dann macht es natürlich unheimlich viel mehr Spaß, weil man nicht jeden Tag mit 100% Leistung und 100% Zeitaufkommen durch die Märkte gehen muss, obwohl am Ende dabei gar nichts rauskommt. Es kann was rauskommen, ich kann auch Trades finden. Also mein Screener hier, der Trade-Scanner, der findet auch Trades. Die Frage ist nur, passen die wie so ein Puzzle in das momentane Puzzle hinein? Und im Moment drücke ich da rum und da passt halt so ein Trade nicht rein. Weder von den Branchen noch von der momentanen Gesamtmarktsituation. Und das, glaube ich, ist etwas, was ins Leben gut hineinpasst, weil es nämlich weniger Zeit in Anspruch nimmt. Okay, dann, das war mal die Frage zu, wie sieht dein Trading aus? Genau, ich habe schon ganz kurz erwähnt, für die jetzt noch nicht dabei waren, wir knacken gleich die 100er Marke, das ist ja Wahnsinn. Vielen Dank dafür, sehe ich gerade, wie viele Teilnehmer hier sind. Kern meiner Strategie, damit man das, ich kann das jetzt nicht in der Tiefe erläutern, aber wir werden es auch mit Charts sehen und so weiter, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ist zum einen, habe ich erwähnt, ich schaue auf die Gesamtmärkte. Was sind die Gesamtmärkte? Das sind die Märkte, die mich interessieren, die ich auch handle. Das ist ein großer Teil Deutschland. Ich bin auch ein Fan von deutschen Aktien. Ja. Und das ist Amerika. Diese beiden sind meine Hauptmärkte. Und die gehen nicht immer gleich in dieselbe Richtung. Der DAX war zum Beispiel viel stärker zum Beispiel als der Russell zum Beispiel, der für die kleineren Aktien in Amerika. Und da gibt es halt Unterscheidungen und ich muss halt erkennen, ist es eine Situation, wo ich da rein möchte und in welches Land gehe ich dann, also Deutschland oder Amerika oder beide zum Beispiel. Ja. Welche Länder dominieren also momentan und welcher Index ist da der führende? Es kann der Dow sein, es kann der Russell sein, es kann der Nasdaq sein und in Deutschland kann es der DAX, MDAX, SDAX und der TecDAX zum Beispiel sein, auf die ich schaue. Wenn ich mich entschieden habe, gehe ich in die nächste Zone. Sagen wir mal, ich hätte mich jetzt für Amerika entschieden, dann würde ich sagen, okay, Amerika ist es. Dann gucke ich mir natürlich an, welche Branche ist die, die im Moment läuft. Und oder sind alle schwach? Also auch hier stelle ich mir wieder dieselbe Frage, wie ist die Gesamtlage der Branchen? Gibt es da welche, die besser laufen oder gibt es da im Endeffekt so ein Mainstream gerade, wo alles fällt? Ja? Und der Gedanke, der ganz wichtig ist und auf den ihr wirklich achten müsst, ist, wenn alles nach unten geht, dann könnt ihr auch so eine tolle Aktie von Fundamentaldaten, Trend und sonst was finden. Das wird meistens mitgezogen.
Also 40 bis 60% der Performance einer Aktie, also wie sie sich entwickelt, besteht aus der Herkunft der Branche und der Zugehörigkeit der Branche. Das bedeutet, fallen die, dann fällt wahrscheinlich auch eine gute Aktie, die im Moment vielleicht trendmäßig gut aussieht, Handel aus der Korrektur oder ein neues Hoch am Punkt 3 gemacht oder was immer da gibt, die wird dann es schwerer haben. Ja, vielleicht steigt sie ein oder zwei Tage und das können wir uns heute auch angucken. Ich habe Signale dabei, wo ich ein Einstiegssignal habe, wo man heute sogar intraday sehen kann, wie die sich entwickelt hat. Und wenn man das in den Zusammenhang setzt mit dem heutigen Zustand des Marktes, dann macht es doch gar keinen Sinn, jetzt die perfekten Trade rauszusuchen, wenn es die Gesamtlage nicht ermöglicht. Es gibt immer gute Situationen, wo man eine Chance hat, wo der Gesamtmarkt einen mitträgt und dann wird es für einen persönlich, also für mich und auch für euch, einfacher in dieselbe Richtung zu gehen. Ja. Wenn ich also die Branche bestimmt habe, wo ich sage, ja, jetzt wäre es meinetwegen als Beispiel mal Elektro vielleicht, etwas defensiver oder Rohstoffe, dann kann ich dann sagen, okay, jetzt fokussiere ich mich auf die Aktie. Welche sind denn die besten Aktien in dem Bereich Gold, in dem Bereich Rohstoff oder zum Beispiel Energie? Und wenn ich dann bis zum letzten gehe und das raussuche, dann ist ja klar, dass der Gesamtaufwand größer ist, auch wenn es relativ schnell geht mit technischer Hilfe. Wenn ich mir vorher bei den Märkten schon sage oder spätestens bei den Branchen, nö, jetzt ist aber gut, jetzt muss ich nicht unbedingt handeln, weil ich schwimme jetzt gegen den Strom. Ja, also das ist die Hauptfrage. Die Fragen, die ich mir immer wieder stelle, ist, wie ist die Gesamtlage bei den Aktien? Also wie sehen die in der Branche aus? Fallen die gerade alle? Sind die alle in der Korrektur? Sind die alle in der Bewegung? Was muss ich vorfinden, damit ich relativ Risiko in Anführungsstrichen arm einsteigen kann? Und welche Aktien sind die dominierenden? Ja. So, es gibt ja immer gute und schlechte in so einer Branche. Relativ sehr strukturiert und erst dann kommt die Charttechnik zur Anwendung. Ja, also es hat nichts mit Charttechnik zu tun, weil was ist die Gesamtlage, heißt natürlich, man könnte sich einen Chart angucken. Bei mir heißt das im Endeffekt, ich möchte wissen, welche Aktie ist zum Beispiel Outperformer, welche Branche ist ein Outperformer und welcher Markt ist Outperformer. Und was das bedeutet, ist im Endeffekt, dass ich vergleiche zwischen den einzelnen Märkten, welche ist stärker und welcher ist halt schwächer, den muss ich mir gar nicht angucken. Auch da spare ich Zeit, weil ich weiß, da muss ich jetzt, wenn es richtig losgeht, kann ich mir da sagen, okay, ich fokussiere mich auf den Markt, der im Moment die Gesamtmärkte dominiert. Und das ist bei Märkten, Branchen und Aktien immer der gleiche Vorgang. Recht zeitaufwendig, wenn ich das manuell mache. Wenn ich das programmiert habe, spare ich mir die Arbeit. Das macht das System automatisch. Da muss ich dann nicht mit einer Excel-Tabelle rumdengeln. Dazu habe ich auch keine Lust. Von daher ist das System immer das Gleiche. So, wie sieht das aus? Das ganze Thema ist immer wieder, wer ist Outperformer und wer nicht. Und dann haben wir hier im Endeffekt jetzt eine, ich weiß gar nicht, was das für ein Beispiel ist. Hier ist XLE, glaube ich, wenn meine Brille richtig tickt. Es ist der Energiesektor. Also würde man jetzt eine Branche vergleichen. Und der Indikator, der da drunter ist, also das, was hier blau und grau da drunter ist, das ist normaler Tageschart. Wie gesagt, ist die Branche ein ETF, XLE, aus Amerika. So, und ich vergleiche, das System vergleicht automatisch, das ist im Hintergrund der Agena-Trader, den man sieht, aber wir hatten das im Endeffekt programmiert für den Trade-Scan, aber dafür muss man ja erstmal einen Indikator entwickeln. Und das ist halt dieses Entwicklungsstadium. Und da sieht man halt, wenn es blau ist zum Beispiel, wäre es ein Outperformer, wenn es grau ist, wäre es ein Underperformer. So, und immer nur, wenn der quasi blau ist, würde ich sagen, okay, den nehme ich. Ja, so jetzt schaut euch mal an, wie das gedacht ist. Die Outperformer-Phasen sind halt diese blauen. Und die sehen dann oben halt im Chart so aus. Das heißt, wenn eine Aktie Outperformer ist, entwickelt sie sich besser als die Benchmark. Und in dem Fall ist die Benchmark für die Branchen der S&P 500. So, weil ansonsten könnte ich ja sagen, wenn die nicht besser ist als der
S&P und kann dann ja gleich ein S&P kaufen. Da muss ich mir jetzt nicht so viel Mühe machen. So, das ist die erste Voraussetzung, es checkt das System. Das nächste ist, das System guckt halt, wann, wenn er Outperformer ist, Korrekturen vorliegen und dann sucht er nach einem konkreten Einstiegssignal. Das heißt, ich muss mich nicht damit befassen, ob die Aktie Outperformer ist oder nicht. Und es ist auch egal, ob es ein Trend ist oder nicht. Weil ihr seht ja nach links, in der Seite hier ist ja jetzt nicht so unbedingt, wenn man einen Trend sagt, ja, aber es ist eher eine Seitwärtsbewegung. Aber das weiß ich meistens erst nach 2, 3 Mal, wenn es gescheitert ist, in einem Trend. Und mich interessieren nur die Korrekturen, weil ich in der Korrektur mit dem Faktor Outperformer eine gute Chance habe, dass es nach einer Bewegung, egal ob Trend oder nicht, immer wieder normal nochmal eine Bewegung in dieselbe Richtung geht. Das ist das Prinzip. Und nur das interessiert mich ja, als Signal. Und dasselbe gibt es natürlich auch in Rot für Underperformance-Seite und natürlich auch für Korrektur und Signal. Wobei ich ganz ehrlich sage, ich handle lieber Long. Ja, Korrektur ist viel schneller und kann relativ schnell auch wieder drehen. Short Squeeze und so weiter, sage ich mal. Aber das ist der Grundgedanke dieses Indikators, wo man Outperformance miteinander vergleicht. Und das Spannende dabei ist, dass das System das ja alleine macht. So. Und dann habe ich mir Gedanken dazu gemacht und gesagt, okay, was habe ich denn eigentlich für einen Vorteil davon? Und den Vorteil, den ich daraus habe, ich habe da, das könnte jetzt Statistiker sagen, du musst aber 1.000 oder 10.000 untersuchen, das war mir egal, weil ich habe 330 Aktien untersucht in verschiedenen Zeitrahmen, aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Ländern. Völlig Wurst. Ich hatte immer nur eine Outperformance abgefragt, immer mit einem Index und dem zugehörigen Branche und so weiter. Und dann kam dabei raus, dass die Dauer der Outperformance ja eine bestimmte Länge hat. Das heißt, dem Zeitpunkt, wo sie besser ist als die Benchmark, wird sie ja irgendwann auch wieder schlechter. Und wenn sie schlechter wird, dann ist halt Outperformance vorbei. Und nur diesen Zustand habe ich untersucht. Und dann war die Idee, jetzt bin ich wieder zurückgegangen, sorry, ich habe den falschen Knopf gedrückt hier. So muss es sein. So. Ja, dann habe ich das untersucht, dass 91% aller Aktien mindestens 5 Tage Outperformer sind. Also von fast alle, kann man ja sagen, bis auf 10%. Das nützt mir im Moment noch nicht viel. Warum? Habt ihr ja schon mitbekommen, ich suche ja immer eine Möglichkeit, in einer Korrektur einzusteigen. Und in 5 Tagen kriegt man vielleicht 1, 2, 3 steigende hin und 2 kurze. Das heißt, in 5 Tagen könnte ich einen Einstieg bekommen. Und wenn er das nicht macht, dann ist er halt kein Outperformer mehr, dann fällt er sowieso wieder raus. Also, aber die meisten sind 5 Tage Outperformer. Das heißt, die entwickeln sich besser als die Benchmark. Also schon mal was Positives. Aber das ist nicht das, was ich suche. Ich suche im Endeffekt, okay, 80% der untersuchten Werte sind 25 Tage lang Outperformer. Da kann doch schon eher mal ein Anstieg zustande kommen und dann wieder eine Korrektur, in der ich einsteigen kann. Damit habe ich schon einen kleinen Vorteil. Das nächste ist, 62% sind 50 Tage lang Outperformer. Das heißt, wenn ich den Wert einmal eingetütet habe, dann habe ich sehr, sehr viele Chancen, jede Korrektur im Endeffekt als zusätzliche Position aufzunehmen oder aber Teilverkäufe zu machen, um wieder einzusteigen. Und ich muss nicht immer screenen, ich kann die ja weiter spielen, solange die Aktie Outperformer ist, ich sage mal eine Nvidia oder so, dann muss ich ja nicht anfangen, neue Aktien zu suchen. Das kann ich ja. Ich brauche ja nur die nehmen, weil die ist Outperformer und die wird auch dementsprechend behandelt. Ja, wir haben ein System. Und 40% sind sogar 75 Tage Outperformer. So, die Zahlen mögen variieren, aber ich habe daraufhin gesagt, okay, da muss ein System machen, wo ich diesen Vorteil nutzen kann und aus Korrekturen einsteigen kann. Das ist die Idee dahinter. Ja. Wenn man das ganz, ganz entfernt sieht, hat das auch was mit relativer Stärke zu tun. Und da gibt es ja auch massenhaft Studien, dass es bewiesen ist, dass diese Aktien sich einfach für einen Zeitraum besser bewegen. Aber auch in dem Zeitraum, wo ein Gesamtmarkt fällt, auch etwas schlechter, diese Momentumstrategie. Da wird mir der Momentumstrategie, hat jemand geschrieben, den finde ich jetzt nicht, habt ihr jetzt so viele Sachen noch dazu bekommen hier drin. Ach, der Jörg war das, wird mir zustimmen, dass wenn der Markt dreht, dass diese Aktien dann natürlich auch erstmal ein bisschen stärker leiden. Deswegen ist es wichtig, dann auch eine Strategie zu haben, wie man wieder rauskommt aus der Geschichte. Also auch eine feste Strategie. So, das ist im Endeffekt der Kern
was da gecheckt wird. Und wir gucken jetzt mal drauf, wie ich das mache. Also wie ich heute in den Markt letztendlich gehe. Das heißt, meine tägliche Routine, das seht ihr jetzt hier, wie ich das mache und wie ich festlege, ob ich was mache. Und dann gehen wir einfach weiter, wenn wir sehen, wie das dann losgeht. So, wer Fragen hat, kann natürlich nochmal auf meine Homepage gehen, das werde ich auch nochmal kurz zeigen, und an cbiertradercoach.de. So, jetzt kommen wir aber mal in das Live, und das Live heißt im Endeffekt hier TradeScanner. Ja, TradeScanner.de kann man sich angucken. Man kann sich auch kostenlos registrieren, dann kann man das Marktmodell, was ich jetzt nutze, um einen schnellen Überblick über die Gesamtmärkte zu bekommen, auch benutzen. Das ist das hier. So. Das hat nichts mit Chart zu tun. Ja. Da klicke ich auf Suchen, hier steht Indizes drin, zack. So, jetzt habe ich alle Indizes drin und da sind so kleine grüne Bällchen drin. Und für diejenigen, die schon öfter zugeguckt haben, die können sich jetzt noch ein Getränk holen. Die anderen können sagen, okay, was macht der da eigentlich? Kurz zusammengefasst ist es so, befinden sich die Bälle hier links unten, dann sind wir im Short-Bereich, befinden die sich hier rechts oben, sind wir im Long-Bereich. Ja, und in der Mitte, hier so, ist halt nix. So. Hier sind auch Strangle und Beer Call drin und Cash Secured Put. Das ist das für diejenigen, die halt in bestimmten Situationen Optionen schreiben. Auch das machen wir. Ich nicht persönlich, aber der Dings, ich bin lieber der Aktienhändler. Aber das ist auch, kann man auch sehr gut hier ablesen. Was wir auf Anhieb sehen, ist, dass hier oben keine Kugel drin ist. Also können wir uns nicht unbedingt in einer Long-Situation befinden. Das heißt, ich würde jetzt normal trendbasierend keinen Aufwand wagen, bis zum Ende durchzuscreenen. Ich würde mir noch die Branchen angucken, von welchem Land, aber ich sehe ja keins. Letztendlich ist der Nikkei hier in der Liste oben, das sieht man hier oben, und der befindet sich aber nicht im Long-Bereich, sondern eher hier im Korrekturbereich des Short-Wesens, sagen wir mal so. Das heißt, die anderen sind doch alle von oben nach unten durchgestuft, das heißt, je schwächer wer unten steht, ist eigentlich derjenige, der der Schlechteste ist, und wer oben steht, ist der, der der Beste ist. So einfach ist das. Das heißt, ich könnte meinen Fokus, wenn ich jetzt einfach nur Stokmaster auf dem DAX liegen und S-DAX, wenn es um Long geht, aber wir sehen ja, dass in der Dynamik her keiner da oben steht, eher in dem Long-Bereich zu sein, sondern wir haben Bällchen hier unten, ganz unten, da ist der M-DAX, der hängt hier schon unten draus, der muss stark abverkauft worden sein. Das heißt, ihr hängt hier in der Counter-Trend-Long-Seite drin. Und da müsste ich jetzt entscheiden, ob ich jetzt Aktien mir suche aus dem MDAX, die Counter-Trend-Long zum Beispiel spielen. Ja. Dafür ist der Gesamtmarkt aber wichtig. Und der befindet sich weiter unten. Das heißt, recht riskant, wenn der Gesamtmarkt fällt. Wir können auch retrograd gucken, wo der herkommt, wenn ich hier raufklicke und gehe mit der Tastaturtaste nach rechts, dann sieht man, dass die Bälle sich bewegen. Und die Bälle wechseln auch die Farbe. Das ist auch spannend. Und die kommen von weiter oben. Ja, wir sehen, guck mal, wir kommen immer noch weiter oben. Sind wir 7 Tage zurück. So sieht das aus. So. Und dieser Farbwechsel beinhaltet 3 Farben. Grün, Orange und Rot. Grün ist niedrige Volatilität, heißt Schwankungsbreite. Ja, wie viel Action hoch und runter ist da im Endeffekt drin im Markt? Und hohe, niedrige Volatilität ist, sage ich mal, gut für steigende Kurse. Ich vereinfache das jetzt mal. Orange bedeutet ein Wechsel zwischen hoch und da könnte jetzt, sage ich mal, niedriger Volatilität und hoher. Also die wird etwas höher. Das heißt, da zeigt ein Wechsel an. Da bin ich immer etwas vorsichtig. Ist eine Indikation, wo ich sage, okay, Vorsicht. So, jetzt gehe ich, das ist jetzt 2 Wochen zurück. 2 Handelstage, also 14 Tage insgesamt. Jetzt gehen wir weiter nach vorne. Jetzt sehen wir jetzt rot. Also wenn es von grün auf orange geht, da bin ich schon vorsichtig. Wenn es von orange immer mehr rot werden, da bin ich auch vorsichtig. Das heißt, vor 12 Tagen habe ich die Information bereits bekommen, dass der Gesamtmarkt hier irgendwie von der Volatilität schwierig wird. Und das ist eine Indikation für mich zu sagen, jetzt, wenn es schwierig wird, das heißt, die Volatilität wechselt, muss ich da mir die Charts mal angucken. Und die sahen da noch voll positiv aus, das werdet ihr mir bestätigen. Aber dieses Signal sollte man nicht ignorieren, sondern sollte stutzig werden. Wenn die Volatilität steigt, dann
wird es halt schwierig am Markt. Und dann steht die Sache meistens auf Verlust. Also von daher vorsichtig sein. So, wenn wir nach vorne gehen, sehen wir, wie die Märkte sich nach unten bewegen. Das bedeutet auch Dynamik nach unten. Und wir haben jetzt das Signal von gestern, wo der Markt geschlossen ist, also nicht heute laufen, war, dass die Volatilität zurückgegangen ist, also von den etwas höheren zurückgegangen ist und jetzt die Märkte unten stehen. Das heißt, wenn die aber so stark abverkauft worden sind, kann ich jetzt nicht eine trendbasierte Strategie fahren, weil die Gesamtmärkte wahrscheinlich im Chart das nicht hergeben. Das müssen wir uns angucken, weil das ist die Theorie, also wo ich sage, nö, ich gucke mal kurz drauf im Chart, meinetwegen den MDAX, weil der ist stark überverkauft und wenn etwas stark überverkauft ist, da habe ich auch eine Countertrend-Strategie, aber da muss der Chart das auch hergeben. Und jetzt hole ich mal den Agena Trader rein, das kann man auch in anderen Charts auf das benutzen oder angucken, das ist ja dasselbe. Ich habe hier mal den MDAX, der kommt jetzt. Dann sehen wir das auch, dass der Markt wirklich stark abverkauft wurde und jetzt hier unten das Bollinger Band getoucht hat und relativ weit nach unten gegangen ist. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie sieht das denn aus? Würde ich denn etwas finden, was in Deutschland stark abverkauft worden ist und könnte ich da eine Aktie nehmen? So, das ist halt keine trendbasierte Strategie, ganz wichtig. Das ist eine Strategie, die ist schwieriger. Die meisten Coaches bei mir handeln eine Trend, in Anführungsstrichen, basierte Strategie, wo das im Endeffekt immer so aussieht, dass hier das obere Bollinger Band bleibt, da oben bleibt und die Korrekturen immer oberhalb da stattfinden. Ja? Also so hier im Endeffekt. Long, Korrektur, Long, Korrektur, Long, Korrektur, Long, Korrektur. So, jetzt ist die Situation aber anders, weil wir hängen ja mit dem Ding jetzt hier unten am Bollinger Band. Und das ist schon eine weite Ausweitung einer Dynamik. So, ich habe hier noch kein Zeichen für eine Umkehr. Ja. Chartmäßig kann ich sagen, okay, ich habe hier einen Unterstützungsbereich, den wird ihr auch erkennen, auch wenn ihr diese grüne Linie nicht habt. Das ist Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Das heißt, wenn der Markt hier zurückkommt, gibt es hier vermutlich eine Kursreaktion. Die gab es heute ja auch schon, weil die Kerze ist ja nicht ganz durchgehend rot. Die war schon mal viel tiefer und viel roter. Ich kann aber aufgrund dieser Kerze jetzt keine Schlussfolgerung ziehen. Das heißt, ich brauche eine Bewandtnis, dass der Gesamtmarkt vielleicht eine grüne Kerze am nächsten Tag hinlegt. Dann wäre das in einer Zone, wo ich sagen könnte, okay, da kann ich dann mal gucken, ob ich im deutschen Markt einen gegen die Hauptrichtung gerichteten Trade in einer Aktie finde. Schwieriger zu handeln und vor allen Dingen bitte darauf achten, diese Elemente, wie sind, ist da eine Unterstützung? Ist da vielleicht ein Down-Gap oder ein Aufwärts-Gap mal gewesen, also im Bereich, also ein Gap? Was macht das Volumen? Ja, und das kann man alles bei mir, diese kleinen charttechnischen Hinweise, ich sag mal diese kleinen Spuren, die relativ gut funktionieren, kann man gut finden bei mir auf der Homepage. Da kann man sich das mal angucken. Und zwar, wo bin ich da? Tradercoach.de. Und dann könnt ihr hier den Videokurs, den müsst ihr nicht kaufen, der ist umsonst, ranschauen und dann gibt es 10 Videos auf 5 Minuten, die kann ich eben nur ans Herz legen. Dann versteht man auch das, von was ich hier rede. Das sind wirklich nur 5 Minuten erklärt. Da sind Gaps und Volumen, so wie ich das sehe, wo ihr quasi im Chart erkennen könnt, wo eine Umkehr stattfindet. Bitte, ich bin nicht derjenige, der sagt, der Kurs kann bis dahin denn laufen oder der DAX steht am Jahresende bei so, ich habe keine Glaskugel. Mich interessiert es auch nicht, sondern ich habe meine Szenarien und da gehe ich rein und da gehe ich wieder raus oder ich kaufe nach oder ich lasse es bleiben. Also mehr gibt es da nicht. Und der Markt sagt mir, was ich zu tun habe. Und mit Sicherheit habe ich keine 100 Potenz, wollte ich schon sagen, habe ich bestimmt 100% Potenz, aber keine Trefferquote. Prozent meinte ich damit. So, da sind wir jetzt. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem MDAX. So. Jetzt gucke ich mal nach Fragen rein. Wo hast du gestern gesehen, dass die Volatilität abgenommen hat? Okay, für Patricia nochmal. Wo hat die Volatilität abgenommen? Also man kann es sehen bei dem VIX. Ja? Das ist hier im Endeffekt VIX. So, zack. Da sehen wir VIX. Ist der Kurs von der Volatilität vorher... Na, komm schon, malen.
hatte hier ein Hoch. Das ist nicht der Kurs von heute, sondern es ist der von gestern. Den anderen kriege ich erst, wenn die Börse da geschlossen ist. Dann habe ich wieder die VIX-Daten. Aber das Hoch ist hier oben und das letzte Hoch ist hier. Und das deutet auf eine fallende Volatilität hin. Wenn man sich das mal anguckt, das ist nur die Volatilität, wo wir generell standen, dann sehen wir ja, dass wir ja schon eine ganz lange Zeit hier unten waren. Ja. Das ist ein Bereich, der immer wieder gerne angelaufen wird. Und da kann man das, glaube ich, relativ gut sehen. Das heißt, daran kann ich das steuern. Und in Verbindung mit dem Indikator und einem Index kann ich euch das jetzt genauer zeigen, weil es, glaube ich, eine spannende Frage ist. Gucken wir mal den ES hier an. So, das lädt hier unten noch. So, das ist der S&P, also der Future. Und jetzt gucken wir mal weiter weg, so wie es mal war. So, da sieht ja noch alles in Ordnung aus. Das haben wir vom Datum her, ist das der 20. März. So, da ist ja eigentlich noch alles auf grün. Ich würde das nicht handeln, weil ihr wisst, ich kaufe immer aus der Korrektur. Das heißt, wenn der Markt untergeht, dann ist es für mich spannend, an eine bestimmte Zone, so wie hier. Ja, Umkehrkerze, eine Umkehrkerze da. Da, wenn sowas zustande kommt und der Tag zu Ende ist, dann kriege ich einen Hinweis für mich, okay, da könnte ich meine Aktien suchen und dann suche ich Aktien raus von starken Branchen und hoffe, dass ich dann mit der nächsten 2, 3 Tagen, je nachdem wie es läuft, da reinkomme in so einen Markt. Ja, aber ich kaufe nicht, wenn der Markt jetzt hier oben drüber geht, mit der vollen Positionsgröße und so weiter, sondern das passe ich an, wo der Markt reingeht. Groß gesagt sage ich mir, wenn der Markt zu stark gestiegen ist, nimmt meine Positionsgröße für den Trade ab. Also kann man es so sagen, ist der Markt stark gestiegen, wie so ein Dreieck hier. Ja, Markt ist stark gestiegen. Dann nimmt meine Positionsgröße, verhält sich dann genau andersrum. So, Tradegröße oder Positionsgröße, die wird halt kleiner. Die nimmt ab dann dahin. Es wird im Endeffekt kleiner. Das heißt, ich kann einen Trade machen, aber wenn der Markt hier oben ausgebrochen ist, handle ich einen Ausbruch, möchte ich nicht haben. Wenn ich da nicht widerstehen kann, dann würde ich einfach nur jeden bitten zu sagen, okay, dann nehme ich halt nicht 5.000 Euro oder Dollar pro Trade, sondern ich nehme nur vielleicht 2.500. Das ist mir egal. Da muss man jeder seine eigene Herangehensweise finden. Das geht bei mir so weit, dass ich sage, ich nehme bloß 10% pro so einem Trade. Und dann sagen wir, dann kann ich es auch schenken, dann mache ich das nicht. Das ist ein bisschen Risiko. Ja. Der Markt zeigt mir, wie viel Risiko ich nehme, weil ich halt bei bestimmten Situationen günstiger bin. Ja, ist ja klar, weil wenn ich hier unten reingehe mit einer Korrektur, habe ich nicht so ein hohes Risiko, als wenn ich jetzt anfange, nach 6 Tagen hier oben rumzufummeln, dann werde ich hier vielleicht ausgenockt. Ja, das Risiko steigt genauso hier, wie meine Positionsgröße dann abnimmt. Das ist der Sinn dahinter. Relativ einfach kann man das umsetzen, muss ich bloß mal Gedanken darüber machen. So, jetzt haben wir da den 20. März, da ist noch alles in Ordnung. Wir sehen hier unten den Vola-Indikator, das ist der hier. Der ist auf dem Weg nach oben, das ist eigentlich alles okay. Wenn er nach oben geht, ist genau andersrum als die Vola, dann fällt die. Ja, so zu sehen. Jetzt gehen wir mal einen Tag weiter. Da sehen wir, okay, der geht auch nach oben, alles ist grün noch. Da kommt eine Korrektur, ah, super, da sind wir am 26. Da fängt aber schon die rote Linie an. Unter die blaue da so reinzuragen, das ist für mich schon mal das erste Zeichen, oh Vorsicht, dann wird es nochmal grün. Das heißt, hier wäre ja, wir sind nicht über dem Hoch, nochmal eine Möglichkeit gewesen zu screenen. Aber, jetzt muss ich es größer machen, damit ihr es seht, der ist schon wieder drüber, ist okay, das passt auch noch. So, auch noch schick. Ja. Und jetzt wird das Ding hier schon dunkelblau. Und das deutet auf eine Abnahme hin. Ja, das ist noch nicht, die rote Linie ist noch nicht drunter, aber die geht jetzt drunter so. Und am, na, ich habe gelogen, war der 29. März. Ja. Am 29. März habe ich für mich beschlossen, die Volatilität geht nach oben und die Höhe hat nicht zugenommen, sondern der Markt scheint hier irgendwie zu drehen. Und deshalb habe ich gesagt, keine Position mehr neu aufmachen, Stops enger ranziehen. Und wer es gemocht hätte, hätte da Short gehen können, aber das mache ich nicht so gerne, weil der Gesamtbereich müsste dann beim Short gehen eher anders aussehen. Ich brauche sowas wie jetzt, kommt wieder zurück und dann suche ich hier nach Shorts, um dann wieder in die Richtung zu handeln. Also nicht aus einer Dynamik zu spät, das ist ja dasselbe wie auf der anderen Seite mit Long. Ja. So,
Und dann läuft das Ding hier weiter runter und da reagiert der Markt ganz normal drauf. Und dann sind wir bis jetzt da unten drunter geblieben. Und dann wird es grau, dann ist sowieso Käse. Und das ist das Bild, was wir im Moment haben. Und das gibt für mich eine klare Handelsanweisung, nö. Und dann kommt noch eins dazu, das ist hier oben die Outperformance. Das heißt, da vergleiche ich ja, was passiert in der Welt, was macht der S&P. Und der S&P hat mir hier auch eine Underperformance aufgezeigt nach langer Zeit und hat im Endeffekt dann hier mit dem erhöhten Volumen, was wir hier auch noch haben, gezeigt, okay, jetzt muss irgendwas passieren, aber Vorsicht. Und wenn beide nicht in dieselbe Richtung ticken, dann werde ich halt vorsichtig, einfach und suche mir einen anderen Markt. Und da war es halt so, dass ich gesagt habe, nee, muss ich nicht mehr mit rein. Ja. Und er war ja lange Outperformer und wenn es dunkelblau wird, ist immer Korrektur. Und wenn es wieder hell wird, dann kann man im Endeffekt wieder long gehen und das haben wir hier nicht. Und deshalb passen hier beide Sachen ein bisschen zeitversetzt zusammen. Das ist wie ein bisschen Puzzle suchen. Wenn man das ein bisschen geübt hat, dann kann man das relativ gut umsetzen und dann passiert ja im Markt genau das. Das ist Glückssache, kann man sagen, ja klar. Aber ich handle halt danach so und bin jetzt halt aktienmäßig flat. Außer in Deutschland habe ich die 4 GLD und das ist Gold. Ja, und das ist jetzt nicht so 4 GLD. Man könnte ja auch in Future handeln. Mache ich nicht so gerne. Kennt man ja als Xetra Gold. So. Das war im Endeffekt das, wo ich schon eine ganze Weile drin bin. Das funktioniert. So, jetzt habe ich hier nicht das Zeichen, aber ein Einstiegssignal konkret in 4 GLD gab es hier. Und bei diesen zwei Kerzen waren die beiden Einstiegssignale. Ja, aus Dynamik, Korrektur ist immer das gleiche. Dynamik, Korrektur, Dynamik, Korrektur. Unabhängig davon, ob da drum Trend sitzt. Mich interessiert immer nur das gleiche. Dynamik, Korrektur. Dynamik, Korrektur, wären das gleiche gewesen. Aber hier die beiden Entries habe ich für mich benutzt. So. Und jetzt muss ich halt sehen, wie ich aus dem Markt wieder rauskomme. Im Moment nicht. Kann ich laufen lassen. Das ist mir jetzt egal. Macht es im Moment Zeit nicht so zeitintensiv, weil alles vorgegeben im Endeffekt, wenn wir uns gleich die Branchen anschauen, recht reduziert ist. Ja. So, wir haben eine Frage. Entschuldigung, kurz, was haben wir? Ich hoffe, die Frage ist ein bisschen beantwortet, Patricia. Wie gesagt, die Farben kriege ich im Trade-Scanner durch die Wechsel der Farbe. Genauer ist sie natürlich im Indikator, aber der Indikator ist dafür ursprungsgebend. So, jetzt habe ich ja nichts hier. Jetzt gucke ich mir mal die Branchen an im US-Sektor. Wie sehen die denn aus? Upsi, die Branchen. Alle extrem rot und hier die Energie steht oben, ist eigentlich noch die beste. Die befindet sich noch im Trend-Long-Bereich, aber schon unten dieses blaue Feld verlassen. Also nicht mehr so ganz angekratzt. Das ist die Branche, die im Moment noch gut lief, Energie, aber die anderen alle nicht mehr. Und wenn man sieht, wo die herkamen, ich mache wieder das Gleiche, dann kann man sehen, wo die herkommen, dann sieht man, dass das im Endeffekt mal anders war. Die Energie immer. Oben war schon eine ganze Zeit Outperformance und darin eine ganze Menge ging, die anderen aber schon relativ sich verabschiedet haben von dem Bereich bis zu 15 Tagen und dann kam der Abfall. Und das kann man ist wie Spuren lesen, so ein bisschen. Und man muss halt ein bisschen Übung haben, logischerweise, aber das vereinfachtet mir die Sache, weil ich gar keinen Chart erstmal angucke. Erst dann gucke ich mir einen Chart an und sage, was ist denn da los? Und dann kann ich sagen, zum Beispiel, was ist denn hier mit der Energie los? Lohnt es sich jetzt vielleicht noch in die Long-Richtung zu gehen? Wie sieht denn jetzt der Chart da aus? So, das wollen wir auch nochmal verändern, dass man draufklickt und dann würde man hier einen Chart sehen. Man kann das auch woanders eingeben, aber ich mache es jetzt in der Chart-Software einfach. Dann gucken wir mal auf den XLE. Wo steht denn der hier? Der müsste ja, da oben steht er ja auch. Der steht auch weit oben hier. Margin Trader ist dasselbe. Und da sehen wir ja, Mensch, die ist ja wirklich gut gelaufen. Ja, und hier sieht man mal auch den Outperformance-Indikator, der sagt, naja, hier ab dem 25. Januar bist du auf jeden Fall mit am Start, wenn du longmäßig, ja nicht ganz, ist gelogen, am 29. So, ab hier fängt es im Endeffekt an Outperformer zu werden.
Ist er immer noch, aber er befindet sich zurzeit gerade in der Korrektur, weil er dunkelblau ist. Und wenn ich mir die Kerzen anschaue, dann reagiert ihr hier in einem Bereich, wo das Volumen, hier Volumen, ein bisschen erhöht war an dem Ausbruch und der Markt reagiert an diesen ehemaligen Widerstand, was jetzt wahrscheinlich eine Unterstützungszone ist. So weit, so gut. Und jetzt muss man halt schauen, was passiert. Der Markt tickt ja heute noch. Das ist die Tageskerze, die jetzt hier Realtime ist. Hier habe ich noch keine Stärke. Ich muss sowieso warten, bis der Markt zu ist. Wenn da jetzt ein Umkehrstab kommen würde oder so ein voller Bar, sowas wie hier, oder ein Umkehrstab, haben wir so ein Ding, was schön aussieht. Hier aber in grün, ja, Umkehrstab aber in grün, nicht in rot, wenn es möglich ist. Dann wäre das nochmal schön. Am liebsten würde ich sehen, das macht den und dann geht es nach oben. Und dann könnte ich nochmal versuchen, davon zu profitieren, ob das hier nach oben läuft. Immer im Gesamtbild, dass der Gesamtmarkt ja nicht mit in unsere Richtung spielt. Das heißt, es ist nicht so, dass alles steigt, ja, so wie es jetzt in letzter Zeit war. Everything is rising, hat mal jemand gesagt. Egal, wo man reingeworfen hat mit seinem Geld, es wurde einfach nach oben getragen. So, und das ist halt gerade nicht so der Fall. Das heißt, jetzt wird er grün. Ich könnte mir die Branche auf jeden Fall vorstellen, wenn es wieder long geht, weil die etwas defensiver ist, ne, Elektrizität, und dann vielleicht einen Versorger zu nehmen, ist vielleicht kurzfristig dann möglich. Kann man reinschauen. Jetzt, wie gesagt, mit diesem Ergebnis von gestern, das war es ja, ist er zwar in der Unterstützung, das Volumen war auch in der Kerze davor ziemlich erhöht, was ich immer positiv finde, wenn danach eine grüne Kerze kommt. Das ist aber noch nicht zu Ende, das bildet sich jetzt noch. Ja. Das heißt, ich würde dann, wir nehmen jetzt mal an, das wäre eine grüne Kerze, dann wäre mein nächster Schritt zu sagen, okay, die Elektrizität ist okay, da könnte ich etwas im Long-Bereich versuchen. Short würde ich doch jetzt hier nicht gehen. Warum? Weil das schon ein, zwei, drei Tage recht kräftig gefallen ist, sondern ich mache bei Short genau das Gleiche. Da geht es halt erst runter dynamisch, dann kommt eine Korrektur und dann versuche ich irgendwie aus diesem Bereich wieder nach unten zu kommen. Und das zwei, drei Tage zu halten, mindestens bis es zu diesem Tief oder beim Long bis zum letzten Hoch gekommen ist. Dann mache ich hier einen Teilverkauf und der Rest entscheidet dann Gott und der Markt, ob es weiterläuft. So die Theorie und auch die Praxis. Jetzt gucken wir uns mal an, was macht denn der Energiesektor im Scanner? Das ist ganz spannend. Das heißt, ich würde jetzt hier auf Sektoren gehen, da haben wir gesagt, okay, das ist der stärkste, dann gehe ich eine Etage tiefer und gehe auf den Scanner und zwar habe ich jetzt hier Produkte, dann gehe ich Perlentower-Strategie, dann gehe ich jetzt hier mal rein, Trend Long, so, dann bin ich automatisch im Trend Long, stelle hier einen Versorger, so, USA, klicke mal auf Long und sehe, aha, keins. So, warum nicht? Wahrscheinlich gibt es keinen Wert, der eine Umkehr an einer Korrektur, also aus einer Korrektur eine Umkehr zeigt. Und das ist jetzt vor drei Tagen. So, mal gucken, ob es jetzt vor fünf Tagen was gibt hier. Sieben Tage, acht Tage, weiß ich nicht. Vista Energy. So, da hat er den Rang am Outperformer. 100 ist super. Alles, was gegen 0 ist nicht so gut, ist halt kein Outperformer, aber 100 gehört und verglichen in der Branche zu den Top-Werten von der Performance. Und wir haben ja den Hintergrund und jetzt merken, dass der Gesamtmarkt fällt. Und jetzt gucken wir uns mal an, was die Aktie gemacht hat. So, die Aktie, das sind immer die Signale, die ich retrograd bekommen habe, die werden noch nie angepasst, sondern das sind die realen Signale. Dann sieht man mal, wie die dann abgegangen ist mit diesem Energiesektor. Die war halt super lange Outperformer. Und dann sehe ich hier vor, das kriegt es leider nicht größer, sehe ich hier ein Einstiegssignal da oben und da das erste Target und hier den Stop. Wir liegen jetzt genau am Stop. Ich weiß nicht, ob er den jetzt auf den Cent getriggert hat oder nicht. Aber wir stellen uns, und das muss man wissen, gegen den Gesamtmarkt. Das heißt, ich scanne dann nicht einfach blind die Märkte, sondern das zieht eine Konsequenz nach sich. Also bitte immer versuchen, logisch zu denken, der Gesamtmarkt fällt. Ich habe zwar eine starke Branche. Ich kann jetzt versuchen, da reinzugehen.
Wenn ich aber reingehe, dann habe ich nicht den Gesamtmarkt und die Mehrzahl der Branchen oder der Märkte auf der Welt mit mir, sondern alles spielt gegen mich. So. Und dann muss daraus eine Folge anfangen. Entweder lasse ich sein mit dem Trade oder ich nehme weniger Positionsgröße. Also das muss es schon sein. Ja. Und dann habe ich halt vielleicht nur 1.000 Euro im Trade drin oder wenn ich 100.000 pro Trade mache, habe ich vielleicht nur 10.000 drin. Das ist ja individuell die Sache. Aber eine Folge daraus zu generieren und ein logisches Handeln macht es sicherer. Ja, ihr werdet den Markt nicht kontrollieren, aber ihr könnt euch darauf vorbereiten, wie ihr handelt. Das ist wie bei der Polizei, da bereitet man sich auch vor auf möglichst alle Eventualitäten, was passieren könnte, damit man dann nicht überrascht wird. Ja, und deshalb bin ich da, glaube ich, ganz gut drin, weil ich das jahrzehntelang gelernt habe. Und das kann man halt sehr gut, diese Fähigkeiten, die ihr auch teilweise haben, auch umsetzen, einfach vorbereitet zu sein. Ja, es gibt keine Garantie für die Trade. Den statistischen Vorteil haben wir, dass wenn Long Trades, starke Aktien wir handeln, dass es weitergeht. Aber wenn der Gesamtmarkt hier nicht mitspielt, dann muss ich diesen Trade auch nicht machen. Da muss schon ein bisschen mehr hinterstehen. Zur Statistik kann man das hier auch mal sehen, das haben wir auch nochmal ausgewertet. Da kann man sehen, wie lange der Wert hier Outperformer war, mal wie lange die Kugel da drin ist und wie lange sich da oben befindet. Das heißt, in der ganzen Zeit ist hier der Beginn, und das war am 16. April und bis dato, 16. April ist rot, das ist jetzt die Korrektur und der Beginn ist da oben, ist dann halt rückwirkend. Die Outperformance da oben gewesen, befindet sich zurzeit in einer Korrektur, ja, ohne dass ich die Aktie sehe. So. Aber das heißt, man kann hier viel machen, wenn man Outperformer handelt, weil die sich da lange bewegen. Also es ist Bezug nehmend auf die Statistik, die ich euch vorhin gezeigt habe. Okay, dann fragt der Andreas, hallo Andreas, gibt es noch eine andere Möglichkeit, Outperformance zu erkennen, wenn man nicht über den Agena Trader verfügt? Ja, den Agena Trader nehme ich eigentlich nur als Kontrollversion. Das ist einmal hier der Tradescanner, tradescanner.de, Perlentaucherstrategie logischerweise, da geht es. Man kann sich behelfen und so habe ich angefangen. Ihr könnt Finviz nehmen zum Beispiel, ja, wo halt, sage ich mal, bestimmte Chartplattformen, bei TradingView ist, glaube ich, auch mit drin, wie die Performance war, also die prozentuale Performance, wenn die verglichen wird, im letzten Jahr, im letzten Monat, das könnt ihr auch machen. Das zeige ich euch mal jetzt im Agena Trader, aber das könnt ihr auch bei TradingView machen. Wenn ich hier sehe, hier ist Monat, ich mache mal ein bisschen größer, dann sieht man das, Monat, Woche, Tag. Ja, das sind immer die letzten 4 Wochen, nicht der kalendarische Monat. Da könnt ihr das zum Beispiel auch mal, da seht ihr, dass er hat sich der VIX, also die Volatilität ist um 39% im letzten 4 Wochen angestiegen. Das ist ganz schön viel. Aber ihr seht, dass selbst wenn ich hier meinen Indikator habe, der ein bisschen mit Korrektur und so weiter das alles mit einbringt, aber ihr hier relativ schnell stattfinden könnt. Es gibt ein paar Ausreißer hier, wie Bitcoin zum Beispiel, der hat im Monat jetzt minus 10% gemacht. Aber generell seht ihr, das ist abnehmend. Das heißt, es wird schlimmer hier unten. Und man muss nicht unbedingt jetzt Immobilien haben, weil die in der letzten Zeit sehr schwach waren. Da seht ihr es. Und da muss ich nicht hier versuchen, long rumzukeksen. Ja, sieht man hier die Situation. Hier zum Beispiel, wenn er hier auf die Idee kommt, long rumzukeksen, sagt der Indikator, nö, ist ja Underperformer. Was willst du denn da jetzt long handeln? Ja, außer du handelst so ein Sell-Off. Ja, P3-Signal nenne ich das, wenn der Markt, was ich eben gesagt habe, wenn der Markt stark abverkauft wird und dreht irgendwo, wo es sinnvoll macht. Ja, jetzt hier zum Beispiel die, wenn die stark abverkauft werden, runtergehen bis zu dieser Unterstützung, dann haben wir hier so ein Aufwärtsgap. Zacke, so. Und wenn der hier irgendwie zur Ruhe kommt und hier nochmal das Volumen ansteigt und dann eine grüne Kerze kommt, dann habe ich 4 Sachen, wo ich sagen kann, okay, die könnt da reagieren, dann kann ich kurzfristig andere Strategie als die Trendfolgende, bitte nicht vermischen, schwieriger, weniger Positionsgröße, nee, kann ich darauf reagieren. Das brauche ich, diese Kenntnis, weil ja der Gesamtmarkt auch so reagieren könnte. Ich gucke mal hier auf den S&P und da werdet ihr das sehen, weil wenn ihr nur eine Trendstrategie habt, dann seid ihr recht nese, wenn ihr zum Beispiel die Situation seht. Ja. Der Markt hier macht einen Aufwärtstrend, sage ich mal langfristig auf Wochenbasis.
Aber hier gibt es ja auch so eine Auswärtssituation. So. Und die Symmetrie erreicht ihr hier gar nicht. Ihr habt ja nur ein Seitwärtsding und dann geht das Ding eigentlich immer mehr seitwärts und nach oben. Ihr kommt gar nicht in den Markt rein. Deswegen ist es schon wichtig, das auch, sag ich mal, zu transportieren, dass das Volumen ansteigt. Dann machen wir vielleicht mal ein extra Webinar zu. Und wie dann Möglichkeiten sich ergeben, dann in den Markt reinzukommen, mit dem anderen Screening ausverkaufte Werte zu kaufen und die dann wieder in die Long-Richtung zu spielen. Ja. Dann weiß man aber nicht, ob das jetzt hier langfristig was wird oder auch nur kurzfristig. Ja. Meistens gibt es dann kurze Reaktionen, die man auch wieder mit einem passenden Setup handeln kann. So, dann schauen wir mal auf den DAX. Was hat der denn gemacht? Ihr könnt mir auch ein oder zwei Werte reinschreiben. Das können wir haben, wenn ihr 10 Minuten länger könnt. Jetzt ist es schon 3 vor 8. Ich würde es machen. Traden Sie mit Momentum-Indikator bei Bollinger-Bändern, fragt Ivan. Hallo Ivan. Ich nutze die Bollinger-Bänder wirklich schon seit dem 17. Lebensjahr. Obwohl ich da eher Trendlinien gehandelt habe, da gab es ja noch nicht so viel, aber die waren somit die ersten, die drin waren, sind auch immer drin geblieben und sind immer die Standardeinstellung. Weil man relativ gut erkennen kann mit der Standardabweichung, ob die Volatilität zunimmt. Ja. Mittlerweile ist es ein bisschen diffiziler geworden, man kann mehr in dem Sinne machen. Nutze ich nicht den Momentum-Indikator, aber... Weil für mich ist eigentlich, Indikatoren sind schön, die Indikatoren haben aber nichts mit der normalen Kursentwicklung zu tun. Also es ist jetzt kein gleitender Durchschnitt oder so und das sind ja einmal Outperformance und Volatilität. Ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr Indikatoren verwendet, dass die nicht so einen kumulativen Effekt erfolgen und zwar im negativen Sinne, dass die alle in die gleiche Richtung tendieren. Oder wenn ihr zu viele Indikatoren habt, dann sagen die euch im Endeffekt, okay, ich mache jetzt nichts. Ihr müsst eine feste Regel dafür haben, wie ihr mit der Situation umgeht. Und das ist ganz wichtig. So, der DAX hat im Endeffekt heute auch mal recht positiv, weil es ist die Schlusskerze, und zwar von der Kassa-Sitzung, also nicht dem Future. Da sehen wir, dass wir schon höher waren, haben aber wieder am Tief geschlossen. Halte ich für eine recht schwere Situation. Der ist auch nicht mehr Outperformer, das hat er abgegeben. Also wenn man den DAX gehandelt hat, dann hat man hier eine blaue Zone, die ist recht sinnvoll und lange. Selbst hier war er Outperformer. Ah ne, Entschuldigung. Ja doch, war Outperformer. Aber hier hat die Vola noch nicht mitgespielt. Ja, also hier die Vola muss unten mitspielen. Das heißt, den Bereich haben wir jetzt noch mal rausgenommen. Aber irgendwann war er hier Outperformer. Und zwar ging dann auch die Vola mit und das war halt ein schöner Einstieg, wo man es probieren kann. Ja, gibt keine, der Markt kann auch wieder drehen, aber es ist halt das Regelwerk. Und jetzt sind wir auch im DAX hier, dass er kein Outperformer mehr ist, dass die Vola recht aggressiv ist und dass wir hier in einer Zone sind, die spannend wird und der Markt vielleicht nochmal irgendwann ein Umkehrsignal signalisiert. Ich sehe es aber hier noch nicht. Ich sehe hier keine Stärke drin. Weder hier an den Kerzen. Hier hat man es noch gesehen. Und da war halt immer spannend. Selbst wenn es positive Kerzen kamen, gab es immer noch mal einen schönen Absacker. Ja, also die Freudigen, wir alle, die sagen, das läuft ja bis ins Endliche, haben gekauft. Die Kleinen, die Großen haben gesagt, super, brauche ich. Pff, wieder runter. Und das haben wir jetzt immer. Ja, nach oben. Jetzt fangen sie schon an, innerhalb der Sitzung schwach zu werden. Und gestern den ganzen Tag und heute wieder. Und das wird, glaube ich, noch schwieriger. Mal gucken, was der Future sagt. Wo haben wir den? Da drüber. Ja, sieht jetzt auch nicht so positiv aus. Hält so ein bisschen. Wir sehen, der macht sich so ein bisschen jetzt hier an der Gap-Zone, was ich immer sage. Arbeitet er sich ab? Was passiert jetzt? Hier ist Gap-Bereich. Das heißt, hier können es immer zu Reaktionen kommen, wo der Markt nicht ganz so durchrauscht. Dann kommt er wieder in die untere Zone. Und wenn er hier durchgeht, dann wird das wahrscheinlich hier eine Widerstandszone. Das heißt, so einfach wird es jetzt nicht mehr. Und für mich bedeutet das eigentlich gar nichts mehr zu machen. Was mich interessiert, ist Gold. Der Gold-Future läuft noch nach oben. Man sieht hier, dass der Markt schon wesentlich stärker war. Euphorisch. Dann wieder abverkauft wurde, dann wieder ein bisschen gedreht hat. Wichtig ist für mich jetzt, die Sachen zu befolgen, da wo das Volumen hoch ist, weil da passiert eine Menge. Das ist der Tag hier. 12. April, das ist die Kerze, die hat jetzt natürlich auch ein Hoch. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich schwierig werden, nach oben zu kommen. Wenn man durchgeht, dann wird es spannend, aber man weiß ja nicht, ob es geht. Das heißt, hier gibt es eine Reaktion, da muss ich aufpassen.
Und ich muss aufpassen, dass der Schlusskurs nicht hier unter dieses Tief geht. Wie gesagt, das ist keine Punktrechnung. Ich kann nicht sagen, jetzt bei 2339 oder sonst wie, sondern in der Zone darf der Schlusskurs nicht darunter sein, weil dann wird der Markt wahrscheinlich im Gold erstmal wieder weiter absacken, bis er irgendwie vom Volumen wieder aufgefangen wird. Ja. Deshalb kann ich dann, auch wenn meine Aktie das genauso widerspiegelt, dann den Goldmarkt, sage ich mal, freigeben. Ja. Okay, dann haben wir den Johann. Hallo Johann, grüß dich mal wieder. Die SBAC-Aktie. So, die legen wir mal hier rein und gucken uns die mal an, damit ihr das auch seht, wie man Aktien bewertet letztendlich. So, oi. Upsi. Okay. Na, die macht sich ja heute ganz nett. Ja, versucht hier so ein bisschen den Boden zu finden. Ist ja eine Bewegung, ja, logischerweise nach unten. Das ist auch eine Bewegung nach unten, sogar mit einem Gap, die hier erfolgt ist. Dann kommt hier so eine Korrektur. Korrekturen sind meistens nicht schön. Die sehen vom Kurs ja nicht so geradlinig aus. Deswegen erkennt man die ganz gut. Und ich versuche halt immer in dem Bereich eine Position aufzubauen. Die hätte ich jetzt nicht geschortet, aber so ist es von der Theorie. Wenn ich mir die jetzt anschaue, dann hat die hier noch ein Gap. Kann man das hier auch einzeichnen nochmal? So, sieht besser aus. Ist zwar negativ, ja. Immer das, was sichtbar ist, ist eine Kurslücke. Also zwischen dem Tief und dem Hoch. Wenn da eine Lücke ist, bezeichne ich das als Kurslücke. Da gibt es verschiedene Definitionen, aber die sind am Sicht besser, am besten zu sehen. So, jetzt gucken wir mal, wo ist hier unten Feierabend. Da ist auf jeden Fall eine Reaktion. Und hier war auch ein hohes Volumen. Das sieht ja auch jeder. Das ist einfach nur ein Balken. Der muss auch nicht rot sein. Aber hier war ein hohes Volumen. So, und das hat hier, ich bin ein schlechter Zeichner, eigentlich muss es gerade sein. Ich mache es mal gerade. So, zack. Da seht ihr hier, der Markt ist einen Tag drunter. Dann würde ich, wenn ich jetzt hier irgendwas hätte, gekauft hätte, long, würde bei meinem Stop unter dieser roten Kerze liegen. Und der reagiert halt positiv. Aber darunter würde ich halt verkaufen, wenn ich dann zu spät wäre, wieder, wenn er in die Zone hier ranlaufen würde. Jetzt die Frage, Johann, hast du die oder willst du die kaufen? Signal sehe ich noch nicht, wenn es so bleibt. Ja, das Volumen ist in der letzten Abverkaufskerze aber nicht erhöht. Was für mich eine Bedingung wäre, dass hier die Leute nochmal Schmerzen haben, die jetzt, sage ich mal, hier long gegangen sind. Die sind ja dann hier mit Minus im Moment unterwegs. Das heißt, da müsste das Volumen erhöht sein, nach oben gehen. Und wenn dann eine Kerze kommt, sowas wie eine Umkehrkerze, dann kann man das probieren, in die Richtung zu gehen bis zum 20er. Da würde ich schon einen Teilverkauf machen. Sieht jetzt nicht so verkehrt aus, aber wie gesagt, das ist kein trendfolgender Trend, weil Short zu gehen macht keinen Sinn, weil wir haben ja schon die extreme Bewegung und dann kommt es in Gegenbewegung. Da muss dann eine Korrektur kommen und dann kann man wieder versuchen, in die alte Richtung Short zu gehen. So gehe ich an die Sache ran. Okay, hallo Marita, ich grüße dich. Kann leider erst später dazu. Gibt es eine Aufzeichnung? Na sicher. Auch von mir aus und von CapTrader, also auf beiden Kanälen. Ich glaube, ich werde die morgen bearbeiten. Die ist morgen online. Kannst du gleich einsteigen. Sehr gerne. So, jetzt ist schon 20.05 Uhr. gerne, Johann. Ja, wie gesagt, ich bin im Moment flat. Und das ist auch eine Sache, die ja einfach hoffentlich mit ein bisschen Hilfe, sage ich mal, machen könnt. Und ihr könnt, wie gesagt, den Trade-Scanner auch einfach abonnieren, ohne irgendetwas zu bezahlen. Ihr könnt das nutzen. Ihr müsst euch nur registrieren. Dann könnt ihr da rein. Und zwar hier, wo ist es denn? Ich bin drin, deswegen kann man das nicht. Ich muss da extra extern. Da steht dann Register. Und dann könnt ihr .com, gibt es auch, aber .de ist die Seite, so damit ich es zeigen kann, so da ist Sign In und dann könnt ihr hier ohne eine Kreditkarte zu nehmen und so weiter eure E-Mail-Adresse hinterlassen und dann euch da einwählen und ihr könnt damit dann das Marktmodell schon nutzen. Das könnt ihr auch weiter benutzen. Na, ihr habt, glaube ich, 2 Wochen kostenfreien Test, wenn ihr Bock habt. Könnt auch mich anschreiben nochmal, wenn ihr dazu was wissen wollt, aber ihr könnt das hier schon mal nutzen und das bleibt euch einfach. Das wird auch noch ausgebaut und erweitert. Das ist ein gutes Hilfsmittel, um Timing für die Märkte hinzubekommen. ja, eine gute Frage, warum handelst du keine Optionen?
Ich habe sehr viele Freunde, den Nils Gajowi zum Beispiel und auch den Markus Runer und andere Optionshändler, die ich schon lange kenne. Wie soll ich sagen? Es ist eine Stufe weiter. Also ich muss ja eine Analyse machen, Markt, Branche, Aktie. Und wenn ich die Aktie habe, ich brauche ja immer ein Basisinstrument, dann muss ich den nächsten Schritt machen, um dann zu sagen, jetzt muss ich mir aber noch eine Option aussuchen. Mit dem Trade-Scanner geht es super einfach. Also das gab es ja vorher noch nicht. Da musstest du ja die ganzen, bei Capture, ja wisst ihr ja in der TWS, die ganzen Optionsketten durchsuchen. Das ist ja anstrengend. Was nimmt man von der Zeit? Und das nimmt einen der Trade-Scanner ab, weil es in dem Sinne automatisiert ist. Also eine revolutionäre Sache. Und das kann man halt hier gut machen. Also man kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, zack, ich gehe da rein. Perlentaucher macht halt nur Aktien. Aber ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich nehme, wo habe ich es denn? Produkt. Das will ich bloß mal zeigen, damit ihr das seht. Ich mache es nicht, weil es einen Schritt weiter ist. Und ich mit Aktien eigentlich super klarkomme. Also da reicht mir die Performance aus. Wenn ich die Zeit hätte, könnte ich das gerne noch machen. Aber momentan mache ich es nicht. Vielleicht kommt es noch dazu. Und dann kann ich sagen, Cash Secured Put, wo ist er? Iron Condor, da gibt es ja alles, was man braucht. Cash Secured Put da, so zack, da drücke ich dann darauf. Das sind die Einstellungen von Markus. Da muss man gar nichts verändern, das ist auch schön. Und dann kriegt man eventuell, wenn eine Aktie im Aufwärtstrend ist und aus der Korrektur ist und mein Signal ist da auch mit drin, eine Börse. Da ist eine drin, die einen Rang von 97 hat, ein Turning Point-Signal, und dann kriegt man da seine Optionen angezeigt mit dem, was man Put verkaufen, hast du nicht gesehen. Würde ich aber im Moment sehr vorsichtig sein, weil wenn der Gesamtmarkt fällt, dann ist es auch möglich, dass der Markt hier runterkommt. Und da hängt natürlich eine Optionsstrategie hinter. Abbau der Volatilität, ist im Moment sehr stark die Vola, wenn sie weiterfällt, kann sie sich weiter ausbauen und, und. Ein etwas weiteres Thema, sagen wir mal so. Ne? Okay. Was hältst du im Moment von Aktien wie Nvidia, STR und SMCI? Ja, das sind ja Aktien, die sind mega gut gelaufen. Wir gucken uns die mal im Chart an. Fangen wir mal NVDA. Interessiert mich jetzt auch, wie die jetzt aussieht. Das sind natürlich Market Maker, auf jeden Fall. Und wir sehen hier, sie haben die untere Linie im Bollinger Band noch nicht per Close überwunden. Ja, das ist für mich immer so ein Punkt, wo es langfristig sich ändern kann, wenn so ein Ding lang läuft. Wenn es da so ein Close gibt, dann ist oft so, dass es dann halt eher weiter mal unten an lang läuft oder seitwärts. Das haben wir hier so in der Phase. Ja. Wenn es dann oben wieder anstößt, dann bin ich eher im Long-Bereich unterwegs. So eine kleine einfache Regel, wo ist die letzte Berührung im Bollinger Band gewesen? Berührt es immer hier oben, bin ich eher long, berührt es unten per Close, bin ich vorsichtig. Ja, auch so ein kleiner Hinweis, deswegen Bollinger Band auch. Sie ist noch Outperformer und das war sie auch lange. Also hier gab es auch wieder dieses Outperformance-Signal, da gab es das Outperformance-Signal, da das Outperformance-Signal, da das Outperformance-Signal. Nicht so verkehrt und die gab es kaum Korrekturen. Ja, hier gab es eine Einstiegsmöglichkeit, hier nochmal und dann hier jetzt im Endeffekt nochmal einen letzten Tag unten und jetzt Feierabend. Wichtig ist der Bereich hier von 825. Wo haben wir ganz hohes Volumen? Das ist der Tag, der 8. März. So, wenn man jetzt da mal schaut. So, wenn wir langfristig da drunter bleiben, dann kann es schwierig werden, weil ja die Leute, die hier irgendwie was gekauft haben, dachten, sie machen mehr damit, dass die im Endeffekt nicht mehr rankommen. Also für mich ist es entscheidend, diese Zone hier nicht zu verlassen. Und ja, da muss der Gesamttechnologiebereich mitspielen. Nvidia ist halt jemand, die halt da die Leader sind, auch im Nasdaq. Das heißt, wir haben gewichteten Nasdaq, was schwierig ist, letztendlich den Nasdaq in der Gesamtheit zu sehen, genauso wie Google, Microsoft. Ja, die spielen halt eine große Rolle und wenn die fallen, machen die alleine 25% im Index aus. Und wenn da jetzt, sag ich mal, die Stärke so ein bisschen verlassen wird, wo wir ja hier so ein bisschen dran sind, dann werden die auch vom Gesamtmarkt, man sieht es auch heute, wieder abverkauft. Weil es nützt mir nichts, wenn ich die Gewinne auf dem Papier habe, ich muss sie auch mal einen Teil wenigstens verkaufen, weil die Situation ist einfach unsicher. Ne? Wie gesagt, die Marke hier würde ich beachten und dann
mitnehmen kann nie verkehrt sein, Teilverkäufe zu machen. Du kannst ja wieder einsteigen, du musst bloß wissen, wie. SMCI, da bin ich sehr gespannt, die habe ich mir schon lange nicht mehr angeguckt, weil mein gab ja kaum eine Korrektur. Mittlerweile hat sich das wahrscheinlich geändert. Ja, sie sind schon ein bisschen stärker runtergegangen. Wenn man mal misst. Das ist kein Pappenstiel, ja. 26% von 1200 auf 843. Wenn man die drin hat im Depot, dann relativ schwierig. Was man hier sieht, ist wieder das erhöhte Volumen und die Range an so einem Tief. Könnte eine Basis bilden, genauso wie das Hoch, wo der Markt sich so ein bisschen abarbeitet, wird er sich schwer tun über die 1000, auch die runde Marke. Dann haben wir hier noch ein Gap drin, ein Aufwärtsgap. Ja, das könnt ihr alles sehen. So, das ist jetzt kein Geheimnis. Und da sind die Zonen, wo man sich gerne preislich irgendwie abarbeitet. Ja, da kommen verschiedene Interessen aufeinander. Gibt es eine Kurzreaktion und ich frage mich einfach immer, ist der Weg, wenn ich irgendwie long gehen würde, erstmal frei oder ist irgendwas im Markt? Und hier ist im Markt gegen mich das Volumen an dem letzten Hoch hier und dann das Gap, was hier auch nochmal überwunden werden muss. Das heißt, ich habe im Endeffekt jetzt nicht genug freie Bahn und deshalb lasse ich dann da die Finger von. Wäre gut, wenn man Teilverkäufe gemacht hätte und dann auf eine klare Situation warten würde. Leider gibt es keinen Ton mehr, da haben sie mich rausgeschmissen. Aber in der Aufzeichnung wird mit Sicherheit ein Ton sein. Oder hat mein Dings. Nee. Mein Ton hat versagt, glaube ich. Ja. Das Mikro ist alle. Mikro leer. Dann schönen Feierabend. Tut mir leid. Ach, du hörst mich doch gut. Alles klar, okay. Dann sage ich trotzdem schon mal schönen Feierabend. vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Wir sehen uns im Mai wieder. Passt auf eure Position aus und wer Lust hat, kann mir natürlich schreiben. Stellt mir die Fragen. Ich freue mich immer. Schönen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.